Neues von Cristiano Ronaldo, die WM geht in die richtig heiße Phase und Paris für Rafael Guerreiro. Das sind Themen des Tages, mein Name ist Nico, los geht's. Es ist natürlich das Thema des Tages und das, obwohl heute zwei WM-Viertelfinals anstehen. Cristiano Ronaldos Transfer zu Juventus Turin. Und es gibt so Halbneuigkeiten, denn Gerüchten zufolge will Real Madrid, dass Cristiano selbst öffentlich verkündet, ja, ich möchte Real verlassen und mich Juventus Turin anschließen. In der Sekunde, wenn das passiert, wird Real ihm die Freigabe erteilen und Juve kann das mit ihm festzurren. Das sagen zumindest übereinstimmende Medienberichte. Der Grund dahinter ist natürlich, dass Real nicht will, dass sie dastehen wie diejenigen, die Ronaldo rauswerfen, sondern der Superstar selbst will gehen und deshalb lassen sie ihn ziehen. Wenn ihr also heute irgendwie hört, dass Cristiano Ronaldo eine Pressekonferenz ansetzt oder öffentlich gesagt hat, er möchte Real Madrid verlassen, dann heißt das wohl, es wird passieren. Aber heute rollt der Ball dann auch in Russland wieder und es ist Viertelfinale. Und das bedeutet, zwangsläufig, Favoriten fliegen raus. Und heute wird es zwei der bisher überzeugendsten Nationen erwischen. Garantiert. Denn Frankreich gegen Uruguay und Brasilien gegen Belgien stehen an. Und man merkt so langsam, dass die WM und die Saison ganz schön lang waren, denn Verletzungen werden immer häufiger. Danilo, der Rechtsverteidiger von Brasilien, dessen WM-Traum ist vorbei. Mit einer Bänderverletzung im Abschlusstraining fällt er für den Rest der Saison aus, den Rest der WM. Aber er wird bis zum Ende des Turniers bei der Nationalmannschaft bleiben. Beziehungsweise, solange die eben im Turnier bleiben. Und ganz Uruguay guckt auf eine Wade, und zwar die von Edinson Cavani. Der hatte sich gegen Portugal, als er mit einem Doppelpack seine Mannen ins Viertelfinale geschossen hat, nämlich an der Wade verletzt und laboriert seitdem an einem starken Bluterguss. Und der Trainer, ja, lässt sich nicht in die Karten schauen. Er hat direkt nach seiner Verletzung hart gearbeitet, um wieder zurückzukehren. Er konzentriert sich auf seine Träume und Hoffnungen, sagt der 71-Jährige. Nachfragen sind inzwischen nicht mehr erlaubt, sie nerven den Coach regelrecht. Ich werde nichts mehr über Cavani sagen, ich habe genug Informationen gegeben. Das Ganze könnte natürlich auch ein bisschen taktischer Natur sein, denn ich bin mir relativ sicher, wenn Cavani auch nur ansatzweise laufen kann, dann steht er heute um 16 Uhr auf dem Feld. Paris Saint-Germain hat sich ja in diesem Sommer bisher auf dem Transfermarkt relativ zurückgehalten. Gut, wenn man mal die 180 Millionen für Kylian Mbappé ausrechnet, aber ansonsten ist noch nicht viel passiert. Das soll sich jetzt ändern, denn Thomas Tuchel möchte einen seiner Lieblingsschüler von Borussia Dortmund gerne nach Paris lotsen. Rafael Guerreiro. Der 24-Jährige steht bei Dortmund ja bekanntlich auf der Abschussliste und auch wenn ich ihn immer verteidigt habe, bei dieser WM zeigte er, dass er vielleicht doch nicht so gut ist, wie ich es zumindest immer gedacht habe. 30 Millionen Euro soll Paris bereit sein zu zahlen und für 30 Millionen Euro soll Dortmund bereit sein, ihn gehen zu lassen. Klingt also nach einem gemachten Deal. Freunde, ihr wisst, nur drei Dinge im Leben sind sicher. Der Tod, Steuern, die von Superstars in der Premier Division nicht bezahlt werden und dass wir morgen mit den Daily News wieder für euch da sind. Bis dahin. Macht's gut.